Wir haben im Stadtarchiv dazu ein bisschen recherchiert und haben auch einige Quellen gefunden. Da wäre zunächst ein Protokollbuch der Stadtverordnetenversammlung von 1891. Da geht es darum, dass Helmholtz nach der Verleihung seiner Ehrenbürgerschaft eine Jubiläumsfeier bekommt. Und da werden hier im Prinzip per Beschluss zwei Vertreter der Stadt abgesandt. Dann haben wir hier einen Wohnungsanzeiger von 1849. Darin ist vermerkt, dass der damalige Oberarzt Helmholtz bei seinem damaligen Vater wohnt, dem Professor und Subrektor, und quasi in der Nauner Straße 58 wohnhaft gemeldet ist. Eine weitere spannende Quelle ist eine Festschrift von 1912 des Königlichen Viktoria-Gymnasiums in Potsdam. Weil dort ist nämlich das Abiturzeugnis von Hermann Helmholtz abgedruckt, der damals dort zur Schule ging. Das Zeugnis gibt seine schulischen Leistungen wieder, zum Beispiel in den Sprachen oder auch in den Naturwissenschaften. Und ganz besonders interessant auch sein Betragen und sein Verhalten. Der Abiturient zeichnete sich stets durch ein höchst anständiges und bescheidenes Betragen aus. Sein äußerlich ruhiges und stillgehaltenes Wesen ist mit großer Beweglichkeit des Geistes verbunden. Hierin gibt sich eine treffliche Mischung von klarer und besonderer Verständigkeit und tiefer Gemütlichkeit zu erkennen. Wie man sehen kann, haben wir zum Thema Helmholtz einiges an Unterlagen und Dokumenten gefunden. Und so verhält es sich auch im Allgemeinen. Wir im Stadtarchiv haben eben zur Potsdamer Geschichte die verschiedensten Dokumente, Quellen wie Akten, Zeitungen, Fotos und vor allen Dingen auch Geburten- und Sterbebücher, wenn sich jemand für die Ahnenforschung interessiert. Das Stadtarchiv hat dreimal die Woche geöffnet und alle Interessierten sind herzlich eingeladen, hier zu ihren Anliegen, zu ihren Fragen zu recherchieren, und wir beraten sie dabei gern.